Connect 17, so heißt das kleine Programm, das sich Wahlkämpfer auf ihr Smartphone oder Tablet laden können. Entwickelt wurde es hier in Jena im Auftrag der CDU Deutschland. Eingesetzt wird die App im Haustürwahlkampf, wo unter anderem Parteienpräferenzen einzelner Personen abgefragt werden. Jetzt will der Thüringer Datenschutzbeauftragte wissen, welche Daten genau werden erhoben, was geschieht mit ihnen und werden die Befragten darüber aufgeklärt. Wissen also die Bürgerinnen und Bürger, die in der Haustür offenbar Daten preisgeben, was mit ihren Daten bei wem wirklich passiert? Und da haben wir so unsere Zweifel und dem gehen wir nach. Bei der Entwicklerfirma in Jena betont man ausdrücklich, dass die App rechtlichen Vorschriften genüge und auch gar nicht dafür gedacht sei, Daten in größerem Umfang zu sammeln. Also die Daten, die im Haustürwahlkampf mit der App gesammelt werden, sind alle verfremdet. Mit denen können Sie wirklich nicht nachvollziehen, wo die gesammelt worden sind, an welcher Haustür oder wo auch immer. Das entspricht alles den Regeln des Datenschutzes. Im Übrigen verweist die Entwicklerfirma zu Fragen der Verwendung und Speicherung von Daten an den Nutzer, die CDU. Die erklärt, die App sei bereits Anfang des Jahres erfolgreich im Saarland eingesetzt worden. Sie wurde durch die dortige Landesdatenschutzbeauftragte geprüft. Nach deren Freigabe konnte die App im dortigen Landtagswahlkampf genutzt werden. Auch der anschließende Einsatz in den Landtagswahlkämpfen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen erfolgte ohne jede datenschutzrechtliche Beanstandung, heißt es aus dem Adenauerhaus in Berlin. Aktuell aber untersucht neben dem Thüringer auch die Berliner Datenschutzbeauftragte die App und deren Verwendung. So sei bis jetzt unter anderem nicht klar dargelegt, ob die Angaben aus der App mit anderen bereits vorhandenen Daten kombiniert werden können, was nach Meinung von Hasse weitreichende Konsequenzen hätte. Ziel ist natürlich die individuelle Wahlwerbung, also wenn es nur das Ziel ist, wovon ich jetzt erst einmal ausgehe. Und das ist Manipulation. Also die befragten Bürgerinnen und Bürger müssen sich dann schon die Frage stellen, wenn sie einwilligen, ob sie manipuliert werden wollen. Und das steht aber jedem frei, das selber zu entscheiden. Sollten andere Parteien ähnliche Apps für ihren Wahlkampf nutzen, will Hasse auch diese auf datenschutzrechtliche Belange hin prüfen.